Asynchron. Sehr schön. Juhi. Also das Schullandheim steht eigentlich erstmal schon ziemlich lange hier. Es ist also ein sehr bewährtes Konzept, so Klassenfahrten zu machen. Und wir haben Gästebücher von Anfang an hier, also Bücher, die 100 Jahre alt sind. Und da stehen ganz viele spannende Geschichten drin. Hier gab es viele schöne Sachen. Die wollten wir alle selber machen. In den Wald gegangen sind wir viel und fast immer machten wir ein Spiel. Jetzt! Oh. Aber das war knapp. Rechte Schulter, linker Nachbar. Wieder. Schere, Stein, Papier! Also das Schöne hieran ist, mit den Kindern zusammenzuarbeiten, viel unterwegs zu sein und ganz oft zu merken, dass die Sachen, die wir anbieten, irgendwie dann tatsächlich ankommen. Und Erlebnisse, die bewegen, bewegt uns aufeinander zu, weil wir den anderen ganz anders wahrnehmen als in unseren Alltagssituationen. Man kann jetzt halt hier Bogenschießen, aber man kann hier halt auch klettern und auch alles auf dem Gelände machen, also Fußball spielen und ja, Tiere streicheln, alles, was man halt so will. Filzen, klettern, Spiele spielen, Tiere füttern, selbst abspülen, Tag und Nacht den Wald durchstreifen und dabei auch selbst zu reifen, Bogenschießen, Stockbrot backen, Lagerfeuer und so Sachen. Ach, was macht das alles Spaß? Ich finde, das macht hier richtig Spaß. Die Betreuer sind auch nett. Und ja, wenn alle nett sind und so, dann klappt das halt besser. Also, sieht ziemlich gut aus, halt schön mit der Natur. Und also ich finde es gut. Also nicht irgendwie in so einer Halle oder so, sondern draußen finde ich gut. Ja, so ein richtiges Abenteuer, mit denen in Kontakt zu kommen und gerade über Ernährung. So. Das ist ganz interessant, ganz witzig auch zum Teil. Und wir versuchen auch den Kindern das nahezubringen, dass Brot was Besonderes ist und dass das ganz lecker und ganz einfach zu machen ist. Und wir bieten also auch an, dass wir mit den Kindern zusammen backen können. Und das geht gut, mögen die gerne. Erlebnisse, die bewegen, steht eigentlich dafür, dass das Programm mit viel Bewegung ist und dass wir besondere Erlebnisse auch teilweise inszenieren, die einen nicht nur körperlich in Bewegung bringen, sondern auch innerlich oder geistig in Bewegung bringen. Dass man also vielleicht ein bisschen über sich selber nachdenkt oder über sich hinaus wächst oder nicht nur an sich selber denkt, sondern auch an alle anderen, die in der Gruppe sind. Dafür steht dieser Begriff Erlebnisse, die bewegen. Wir sind so eine Leiter hochgeklettert mit verschiedenen Abständen der Sprossen und ja. Wir mussten uns halt immer gegenseitig hochziehen und mit Räuberleiter auf den Knien. Luis hat mich da immer so hochgezogen, danach haben wir Fritjof immer hochgezogen. Also es war schon, also ja, so alleine hätte man das nicht geschafft.
einer Stelle, da bin ich vielleicht abgerutscht. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass ich gesichert bin. Wir haben uns halt immer so hochgeholfen im Team. Also nicht einfach hochklettern, sondern ja, und da haben wir es auch einigermaßen gut geschafft. Wir haben in diesen Tagen viel gelernt. Grenzen und Angst zu erkennen, zuzugeben und zu überwinden. Unseren Mitschülern zu helfen und zu vertrauen und ganz neue Eigenschaften an ihnen zu entdecken. Das alles hat uns viel, viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass es in der Schule so weitergeht. Viele von uns fahren stolz nach Hause. Dafür ein großes Dankeschön. Dankeschön.